Autsch. Nein, keine Sorge, es besteht keine Gefahr. Klar denkt jetzt jeder, er hat die Sicherung abgeschaltet. Falsch. Die Steckdose ist voll funktionstüchtig. Wie kann es aber sein, dass ich quasi den Finger in die Steckdose stecken kann, ohne dass mir was passiert? Das ist eine der Fragen, die wir heute klären werden. Es geht um ein sehr wichtiges Thema: sicherer Umgang mit Elektrizität. Die Zahl der Elektrounfälle mit tödlichem Ausgang ist in Deutschland seit Mitte der 1970er Jahre bis heute stark zurückgegangen. Waren es im Jahr 1973 noch 270, so sind im Jahr 2018 nur noch 42 Menschen tödlich verunglückt. Das ist einerseits gut, das sind aber immer noch 42 zu viel. Wer mit Elektrizität experimentiert, sollte deshalb wissen, was er tut. Der Umgang mit dieser Energiezelle oder diesem Batterieblock ist völlig ungefährlich. Der Grund dafür ist, dass sie nur geringe elektrische Spannungen von 1,5 bzw. 9 Volt liefern. Damit haben wir schon die erste und einfachste Schutzmaßnahme zur Vermeidung von Elektrounfällen. Wir arbeiten einfach nur mit ungefährlichen Kleinspannungen. Aber ab welcher Spannung wird es gefährlich? Diese Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten, denn entscheidend ist die Stärke und Dauer des Stromes, der durch den Körper fließt. Im Bereich von 15 bis 20 mA erreichen wir die sogenannte Loslassschwelle, wobei die Muskulatur so weit verkrampft, dass es kaum noch möglich ist, sich selbstständig von der Gefahrenquelle zu lösen. Ströme über 40 bis 50 mA sind lebensgefährlich. Es kann zu Herzkammerflimmern kommen, was ohne Soforthilfe tödlich endet. Warum ist es schwierig, die Frage nach der maximalen ungefährlichen Spannung genauso einfach zu beantworten? Nach dem Ohmschen Gesetz ist der Strom ja direkt von der angelegten Spannung abhängig. Aber nicht nur. Die zweite Variable in der Gleichung ist der elektrische Widerstand im Stromkreis. Da müssen wir uns also fragen, wie groß ist der Widerstand eines menschlichen Körpers? Messen wir das doch einfach. Dazu nehme ich einen leitenden Stab in die Hand und stelle mich auf eine Metallplatte. An einem Ohmmeter können wir dann den Widerstand ablesen. Je nachdem, wie fest ich zufasse, schwankt der Wert stark. Der minimale Widerstand liegt bei knapp 60 Kiloohm. Schaut man in die Literatur, findet man aber Angaben zwischen 1 bis 2 Kiloohm. Wie kommt das? Der größte Teil des gemessenen Widerstandes liegt an der Oberfläche der Haut. Je dicker die Hornhaut an Händen und Füßen, desto mehr wird der Stromfluss behindert. Bei größeren Spannungen wird diese Schutzschicht aber durchschlagen und es zählt nur noch der innere Widerstand des Körpers, der ja zum größten Teil aus Wasser besteht. Meine Messung habe ich nur mit einer geringen Spannung von 9 Volt durchgeführt. Der Widerstandswert hängt zudem von individuellen Merkmalen und der Situation ab. So kann es sein, dass der eine an einem Schlag an der Haussteckdose mit 230 Volt verstirbt, ein anderer aber sogar einen Blitzschlag überleben kann. Kinder und Haustiere mit ihren kleineren Körpern sind viel stärker gefährdet. Nach Definition der Internationalen Elektrotechnischen Kommission IEC geht der Bereich der Kleinspannung bis 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung. Die Differenz kommt zustande, weil Wechselspannung schneller ein Herzkammerflimmern auslösen kann. Ich habe noch gelernt, dass Kleinspannungen 42 Volt Wechsel oder 60 Volt Gleichspannung nicht überschreiten dürfen und danach richte ich mich. Bei höheren Spannungen sind andere Schutzmaßnahmen erforderlich. Denn mal ehrlich, ich würde nie freiwillig an eine 120 Volt Leitung fassen. Bei einem Kiloohm Körperwiderstand würden dann schon ungesunde 120 mA fließen. Elektrische Spielzeuge dürfen mit maximal 24 Volt betrieben werden. Für medizinische Sonden, die im Körperinneren verwendet werden, ist die Obergrenze bereits bei 6 Volt. Eine andere häufig genutzte Schutzmaßnahme gegen zu hohe Berührungsspannungen ist die Schutzisolierung. Alle spannungsführenden Teile sind von einem isolierenden Gehäuse umgeben, wie beispielsweise bei diesem Küchengerät. Die Isolation muss so solide sein, dass sie nicht von der Spannung durchschlagen werden kann. Geräte mit einem beschädigten Gehäuse dürfen auf keinen Fall mehr benutzt werden. Bei Geräten mit Metallgehäuse kann im Fehlerfall am Gehäuse eine gefährliche Spannung anliegen. Die Lackierung bietet keinen ausreichenden Schutz. Um die Gefahr zu entschärfen, haben unsere Haussteckdosen neben den beiden Arbeitskontakten einen geerdeten Schutzkontakt, der mit dem Gehäuse verbunden wird. Stecker und Dose sind so konstruiert, dass der Schutzkontakt als erster verbunden und beim Herausziehen des Steckers als letzter getrennt wird. Aus dem gleichen Grund sollte bei einem Anschlusskabel die Ader des Schutzleiters immer länger gelassen werden, damit bei einem versehentlichen Herausreißen des Kabels der Schutzleiter bis zuletzt verbunden bleibt.
Die Abbildung zeigt das Schema einer heute üblichen Elektroinstallation. In unserem 230 Volt Hausnetz liegt ein Leiter auf Erdpotenzial. Eine Berührung des Null- oder Neutralleiters ist deshalb ungefährlich. Am anderen Kontakt, der sogenannten Phase, liegt allerdings die volle Spannung gegenüber der Erde an. Hätte ich am Anfang des Videos die Kontakte an der Steckdose verwechselt, wäre mir das nicht gut bekommen. Spätestens ab dem Hausverteiler wird eine gesonderte Ader für den Schutzkontakt geführt. Kommt jetzt die Phase mit dem Gehäuse in Berührung, entsteht ein Kurzschluss und die Leitungssicherung trennt den Stromkreis auf. Vor dem Wiedereinschalten sollten alle verdächtigen Geräte vom Netz getrennt und überprüft werden. Bei älteren Elektroanlagen findet man noch die sogenannte klassische Nullung ohne gesonderten Schutzleiter. Hier wird der Schutzkontakt erst an der Steckdose mit dem Nullleiter verbunden. Aus gutem Grund ist das heute nicht mehr zulässig. Schon im normalen Betrieb liegt eine Spannung gegen Erde am Gehäuse des Gerätes an, da über dem Widerstand des Nullleiters ein vom Strom abhängiger Spannungsabfall entsteht, besonders wenn der nächste Erdungspunkt weit entfernt ist. Deshalb sollte der Nullleiter in kurzen Abständen geerdet werden. Aber so richtig gefährlich wird es, wenn der Nullleiter unterbrochen ist. Dann liegen über den Innenwiderstand des Gerätes die vollen 230 Volt am Gehäuse an. Genauso fatal ist eine Verwechslung der Anschlüsse. Zu meiner Zeit musste man sich noch als Fachmann ausweisen, um an Schutzkontaktmaterial zu kommen. Leider kann sich das heute jeder im nächsten Baumarkt besorgen. Seit 2009 ist es Pflicht, bei Neubauten in alle Steckdosenkreise als zusätzliche Sicherung einen Fehlerstromschutzschalter einzubauen. Die normale Leitungssicherung schützt nur die Installation vor zu hohen Strömen, um Brände zu vermeiden. Bei einem Auslösestrom von mehreren Ampere ist sie zum Schutz des Menschen nicht geeignet. Ein Fehlerstromschutzschalter überwacht auch den über den Nullleiter zurückfließenden Strom und vergleicht ihn mit dem Strom, der in den Stromkreis hineinfließt. Wenn die Anlage in Ordnung ist, sind beide Ströme gleich. Berührt ein Mensch jetzt einen spannungsführenden Teil, fließt ein Teil des Stromes über den Körper und die Erde zurück und damit am Nullleiter vorbei. Der FI-Schalter löst bereits bei Fehlerströmen von etwa 30 mA aus und unterbricht die Stromversorgung, bevor es für den Menschen gefährlich wird. Die vierte Schutzmaßnahme ist die Schutztrennung. Dabei wird der Arbeitsstromkreis über einen Trenntransformator galvanisch vom Netz getrennt. Da jetzt keine der beiden Adern Erdverbindung hat, ist eine einpolige Berührung der Sekundärleiter ungefährlich, denn gegenüber der Erde tritt keine Spannung auf. Sie besteht nur zwischen den beiden Anschlüssen. Auf keinen Fall darf auf der Sekundärseite eine Verbindung zum Erdpotenzial entstehen, weil dadurch der Schutz unwirksam wird. Jedes Gerät braucht einen eigenen Trenntransformator. Es darf immer nur ein Gerät angeschlossen werden. Nach all der Theorie zum Schluss ein kleiner praktischer Leitfaden für den Elektronikbastler, der eigene Geräte baut oder alte Geräte reparieren möchte. Anfänger sollten zunächst mal mit Kleinspannungen aus Batterien oder handelsüblichen Netzteilen arbeiten. Wer unsicher ist, sollte bei eigenen Netzteilen den Primäranschluss von einem Fachmann ausführen oder wenigstens überprüfen lassen. Vor dem Öffnen des Gehäuses das Gerät vom Stromnetz trennen. Dabei reicht es nicht, den Schalter an der Steckdosenleiste auszuschalten. Wird der Stromkreis nur einpolig unterbrochen, kann über die andere Leitung immer noch die volle Netzspannung anliegen. Also Stecker ziehen. Aber auch jetzt sind wir noch nicht sicher. Im Gerät können Kondensatoren noch über Stunden unter Spannung stehen. Röhrengeräte arbeiten auch sekundärseitig mit sehr hohen Spannungen. Deshalb als erstes die Kondensatoren vorsichtig über einen Widerstand entladen. Auch alte Fernsehbildröhren, die mit einigen Kilovolt betrieben werden, können diese Spannung noch lange Zeit nach dem Ausschalten speichern. Müssen Messungen im laufenden Betrieb des Gerätes gemacht werden, äußerste Vorsicht. Keine Teile im Gerät mit den Händen berühren. Nur gut isolierte und unbeschädigte Messspitzen verwenden. Zum Schluss eine Sichtkontrolle durchführen, dass keine spannungsführenden Teile am Gehäuse anliegen, das Gehäuse unbeschädigt ist und ein eventuell vorhandener Schutzkontakt auch angeschlossen ist. Wer diesen Leitfaden beachtet, kann ohne Gefahr seinem Hobby nachgehen. Leider schleicht sich mit der Routine oft auch Nachlässigkeit ein. Der erste Fehler könnte aber der letzte gewesen sein. Also bleibt gesund!